letzten 5 Tage im direkten Duell um eines der begehrten Tickets in den Alexandra Palace nach London zur Kazoo PDC World Darts Championship 2023. Um nicht mehr und nicht weniger geht es hier an diesen nächsten 5 Tagen. Wir steigen hier heute ein, an Tag 1, in die erste Gruppenphase. 4 Sechsergruppen gibt es. Und nach den ersten beiden Tagen, da werden wir dann eine Abschlusstabelle haben, dieser 6er-Gruppen. Und dann werden die letzten beiden Spieler einer jeden Gruppe aus dem Turnier ausscheiden. Und die Top 4, die gehen durch. Das heißt, wir gehen dann mit 16 Spielern in die zweite Gruppenphase, die dann am Mittwoch und am Donnerstag gespielt wird. Und die 8 Spieler, die sich dann dort durchsetzen, die dort am besten platziert sind, die ziehen dann in den Finalfreitag ein. Dort werden dann die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale gespielt. First da leg, entscheidet it's sich dann, two, wer first in den Game Alexandra on. Palace nach London fährt. Die Partie 140. Nummer 1 hier auf unserem Streaming-Board. Das ist eine Partie der Gruppe C. Max Hopp. Jahrelang das Aushängeschild der Sportart Darts in Deutschland gewesen, jahrelang die deutsche Nummer 1. Er bekommt es zu tun mit einem der Debütanten in dieser Saison, mit Ole Holtkamp, der sich in diesem Jahr 57. die deutsche Meisterschaft sichern konnte und auch auf der Development Tour der PDC für Aufsehen gesorgt hat, 2-mal ins Viertelfinale eingezogen. Also er hat ein paar Ausrufezeichen 25. gesetzt und hat sich so in den Fokus der PDC, der PDC Europe gespielt und steht hier deshalb mit unter den 24 Spielern, die die Ehre haben, 100. hier bei der Interwetten PDC Europe Super League mit am Start zu sein. Ole Holtkamp hat das Ausbullen 40. gewonnen vor der Partie. Er darf also die ungeraden Legs beginnen in diesem Rennen bis 6 Legs. Wer zuerst 6 Legs geholt hat, der gewinnt die Partie. 100. Der holt die ersten Punkte für die Tabelle. Auf den anderen Boards, ihr seht das vielleicht im Hintergrund, da spielen die anderen Gruppen. 83. Aktuell in der Gruppe A, Lukas Wenig gegen Jonas Aplowski, Florian Hempel gegen Marvin Koch. Nein, das ist die Gruppe A. Florian Hempel gegen Marvin Koch, das ist Gruppe 52. A. In Gruppe B Ricardo Petrezko gegen Christopher Tonders. Und dann noch in der Gruppe D Lukas Wenig gegen Jonas Aplowski. Das sind also die Spiele, die aktuell laufen. Wir werden dann immer mal wieder bei Gelegenheit einen Blick rüberwerfen, was auf den anderen Boards los ist, damit ihr möglichst breit aufgestellt informiert seid. Ole Holtkamp. Hier Ole Holtkamp, sicheres Checkout, 52 Punkte Second in 2 Darts, Max, to throw first, über die Bühne gebracht. 17 Data für ihn zum Auftakt in seine Super League-Karriere. Das ist doch ein durchaus solider Start für ihn. 40. Ja, Max Hopp, der geht in diesem Jahr zum 6. Mal bei der Super League an den Start. Hat er gar nicht so viele Teilnahmen, 58. in Anführungszeichen. Ist ja in diesem Jahr die 10. Austragung der deutschen Super League. Und da waren aber auch einfach einige Jahre dazwischen, in denen Max Hopp auf anderen Wegen qualifiziert, weil diese Super League gar nicht spielen musste. Während er hier die erste 180 dieser Partie ins Board haut. Und Ole Holtkamp vielleicht mit der direkten 140. Antwort. 180 wird es nicht, aber trotzdem sehr, sehr guter Score von ihm. Allgemein ein solider Start. 100. Ole Holtkamp, 24 Jahre jung, ja allgemein in diesem Jahr die jüngste Super League aller Zeiten. 58. Mit 16 von 24 Spielern, die unter 30 Jahre alt sind, 9 von 24, die sogar unter 25 sind. Also die neue Darts-Generation, sie bekommt hier ihre Chance, 81. bei der Interwetten Super League 2022 sich zu zeigen auf der großen Bühne vor den Augen Darts Deutschlands. Max Hopp steht hier 100. nach 12 geworfenen Darts auf 100 Max Punkten Rest. 100. Solides Leg für ihn. Bekommt
Holtkamp die Chance auf die 145. Genau so ist es. 52. Ole, you require 145. Das wäre jetzt hier schon mal ein richtiges Ausrufezeichen, wenn ihm das gelingen sollte. Nach dem ersten Dart wissen wir, das wird nicht passieren. Max Hopp, der kommt hier zurück auf die 48 97. Punkte. Max, you require 48. Wahrscheinlich über 16 für Doppel 16. Genau so. Game ja, und mit the dem second leg, 18. Dart dieses Legs ist er dann third zur leg, Stelle, holt to sich den first. Ausgleich. Game on. Max Hopp, wir haben das angesprochen über Jahre hinweg, die klare deutsche Nummer 1 gewesen. In den letzten Jahren hat das Ganze so ein bisschen stagniert, ist vielleicht sogar 57. ein, zwei Schritte zurückgegangen, was die Qualität seines Spiels betrifft. Hat viel probiert, auch in den letzten Monaten, hat an seinem Wurf gearbeitet, versucht da wirklich sein Menschen möglichstes, dass diese Formkurve möglichst bald wieder nach oben zeigt. 97. Wir haben es gesagt, er hat sich häufig auf anderen Wegen dann für die WM qualifizieren können, über die Pro Tour Order of Merit zum Beispiel. In diesem Jahr ist diese Super League für ihn 40. eine der Möglichkeiten, die er wahrnehmen muss, um sich für den Ali Pelli zu qualifizieren. Und da wissen wir ja, so viel Preisgeld, wie dann dort ausgeschüttet wird. Wenn du da zwei, drei Spiele gewinnst, dann kannst du eine Saison, 131. die vielleicht gar nicht so gut gelaufen ist für dich, doch wieder recht schnell in die Reihe bringen. Dieses 60. Leg läuft hier bisher überhaupt nicht rund für Max Hopp. Nach 9 geworfenen Darts bei 344 Punkten Rest. Ole Holtkamp nach 9 Darts bei 175. Der hat hier noch überhaupt keine Eile. 41. Ja, aber trotzdem die 41 Punkte, die hätte er sich gern gespart. Ole Holtkamp, 76 Punkte Rest nach 15 geworfenen Darts. Max Hopp, der hat sich hier jetzt wieder rangearbeitet in diesem Leg. Das sah so sicher aus. Ein Dart gibt es auf Doppel 16 für Ole Holtkamp, den lässt 44. er aus. Max, you require 104. Könnte hier Max Hopp sich dieses Leg doch noch schnappen. Kommt er an diesem ersten Dart vorbei? Er kommt dran vorbei, aber zu hoch. Erwischt die Triple 56. 20 dann nicht für die Doppel 12. Ole, you require 32. Und Holtkamp kriegt die nächsten Chancen auf der Doppel 16. Die hat bei seinem ersten Leggewinn sofort funktioniert. Game hier tut er sich ein bisschen schwerer. Ole Holtkamp. Aber der dritte Dart fourth auf Doppel, der ist es Max dann. 2 zu 1 Führung. Game on. Für den 24-Jährigen, für den deutschen Meister. Das werden wir häufiger sehen an diesen Tagen hier von Niedernhausen. Wenn dieser erste Dart passt bei Max Hopp, wenn der gut in der Triple 20 steckt, dann ist er da eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Dann gelingt ihm das häufig, da hinterher zu marschieren. Ist dann sehr gut in der Lage, eigentlich diesen ersten Dart anzuspielen. Aber der ist halt häufiger auch mal das Problem. Max Hopp ja bekanntermaßen 100. einer der Spieler, der am wenigsten Streuung nach links und nach rechts, also in die 5 und die 1 hat. Aber die Höhe, das ist ab und zu mal so die Achillesferse im Spiel des Maximizers. 60. Ja, gute Aufnahme hier von ihm, guter Switch, erst runter auf die Triple 17, bleibt bei 90 Punkten Rest stehen. Gutes Leck jetzt hier vom Idsteiner, der ja hier quasi ein halbes Heimspiel hat in Niedernhausen. 85. Keine Max weite Anreise für ihn. 90. Idstein, die hessische Heimat vom Maximizer, um die Ecke. Wird hier diese 90 Punkte nicht ins Ziel bringen, bleibt bei 45. 49 Punkten Rest. Nein, 45 Punkte Rest natürlich.
100. Ja, Holtkamp zumindest im Finish-Bereich nach dieser 100, aber realistisch betrachtet sollte es hier in wenigen Momenten 2-2 stehen. Genauso ist es mit dem ersten Dart. Der Maximizer zur Stelle, 2-2. Hier bleibt weiterhin alles in der Reihe. Wir haben noch kein Break gesehen. Und jetzt wird sich hier in diesem fünften Leg dann auch langsam die Frage stellen, kann Max Hopp auf den Anwurf von Ole Holtkamp ein bisschen Druck ausüben? Denn wenn er diese Partie hier gewinnen möchte, wenn er sich die ersten Punkte holen will für die Tabelle, dann braucht er einen Break. 83. Denn Holtkamp beginnt hier die ungeraden Legs. Dessen Lukas Wenig und Ricardo Petrezko auf den anderen Boards sehr, sehr gut unterwegs. 96. Beide mit 4-0 in Führung gegen die Debütanten Jonas Aplowski und Christopher Tondas. Und auch der Tourcard-Holder Florian Hempel mit 3-1 in Front gegen Marvin Koch. Da sieht die Sache also etwas klarer aus. Hier auf dem Streaming-Board, da geht's knapp zu. Und das sehen wir auch in den Averages. Auch da trennt die beiden sehr, sehr wenig aktuell. 46. All you require 119. 119 Punkte für Ole Holtkamp. 62 Rest nach diesem ersten Dart. Hat eigentlich noch keine Eile, hier jetzt über die 12 zu spielen. Und genauso ist es. 44 Punkte bleiben stehen nach diesem Dart, der eben da in die Triple 6 abgerutscht ist. 91. Stellt sich die Doppel 14. Weiß nicht, ob das der Plan war. Jedenfalls steht sie da. 60. Only require 28. In bester Menzo Suljovic-Manier. 28 Punkte Rest. Kann er das nutzen? Ansonsten kommt Hopp dran. No score. Auf die 120 Punkte. Und die muss man dem Maximizer durchaus zutrauen. 120. Wieder lässt Holtkamp hier Darts aus. Und der erste Dart passt perfekt. Single 20 für die Doppel 20. Kommt er vorbei? Jawohl. Perfekt ausgeführt. Erstes High Finish dieser Partie. 18 Data von Max Hopp zum Break. Und da wird Ole Holtkamp sich ärgern. Hat Game on. In Leg 3 schon 2 Darts auf Doppel liegen lassen. Da hat es keinen Unterschied gemacht. Er hat das Leg am Ende trotzdem gewonnen. Und dann wieder die 3 Chancen gerade eben auf der Doppel 14. 100. Aber das sind wahrscheinlich auch Dinge, die wir häufiger sehen werden hier, besonders an den ersten beiden Tagen von unseren Debütanten. Das ist natürlich auch eine ganz neue 100. Situation hier. Auch wenn außer den Begleitpersonen der Spieler und den Offiziellen der PDC Europe dort keine Leute im Raum sind, ist das natürlich eine besondere Situation. Zu wissen, ich spiele dort vor Kameras, 80. Zu wissen, es schauen ganz, ganz viele Menschen von zu Hause aus zu. Das muss man so erstmal verpacken. Und gerade die jungen Spieler, die müssen da erstmal ihren Weg finden und vielleicht auch heute gerade diesen ersten 41. Tag so ein bisschen benutzen, um sich zu finden, um sich zu sammeln. Andererseits, und das haben wir auch im letzten Jahr bei der Super League 140. Gesehen, 2021, da hatten wir auch viele Debütanten dabei. Auch da sind einige Wildcards vergeben worden damals und da haben sich alle, die eine Wildcard bekommen haben, durch diese erste Gruppenphase durchgespielt, von denen ist keiner ausgeschieden. 134. Ob sich das hier wiederholt, das werden die nächsten 48 Stunden zeigen. Ja, fast 170. Ein bisschen zu genau. Von Max Hopp,
Die 170 war natürlich nicht geplant. Da hätte er gerne 25 Punkte weniger gehabt, um sich die 36 zu stellen. Aber trotzdem sollte das 96. hier klappen für den Maximizer. Währenddessen Maxi startet Turkan-Holder Ricardo Petrezko in Top-Manier in dieses Turnier, gewinnt 6:0 gegen Christopher Thon. Das macht er gegen den Debütanten kurzen Prozess. Ja, der Maximizer nicht begeistert von diesem ersten Dart. Steckt er vielleicht sogar ein bisschen im Weg. Nein, Max Hopp, bald die Faust. 4:2 Führung. Ole to throw first. Game on. Bestätigt hier also das Break, das er gerade eben geholt hat. Ja, und jetzt 140. muss Holtkamp hier aufpassen, dass er nicht noch ein Break kassiert. Denn ich glaube, wenn es hier 5:2 steht für den erfahrenen Maximizer, dann ist dieses Spiel, glaube ich, durch. 100. Das wird der Hesse sich dann nicht nehmen lassen. Von daher ganz, ganz wichtig für den Debütanten, dass er jetzt hier das siebte Leck nach Hause fährt. Auf 4:3 verkürzt. Und der Start von Holtkamp in das Leck, der war durchaus vielversprechend. 140 und 100 Punkte. 59. Die nächste 180 für Max Hopp. Das funktioniert gut, wenn der erste Dart passt. Und somit sofort wieder Druck hier für Ole Holtkamp. 95. Maxi require 164. Solide Aufnahme von ihm, aber immer noch 107 Punkte, die er da stehen hat. So, die 164 von Max Hopp werden es nicht sein. In welche Position kann er sich bringen? 96. Bleibt bei 68. Ole, you require 107. Und Holtkamp weiß, wahrscheinlich müssen es die 107 sein. Und nach den ersten zwei Darts wissen wir, die werden es nicht sein. Und Max Hopp kriegt hier die Chance. 68 Punkte fürs Maxi nächste Break. 68. Ein Dart wird es geben. 16 für die Doppel 16. Vorhin hat es mit dem ersten Dart gepasst. Hier lässt er 36. eine Chance aus. War vielleicht ein kleiner Matchstart. 56. Holtkamp, die 16 hat er. Doppel 20. Oh, der ist relativ weit weg. Das ist kein Marker. Game Kann short, er aber trotzdem nutzen. Und da zeigt er auch Reaktion. Da kommt der kleine Ausruf von ihm. Eighth leg, it's Max to throw first. Ja, so hat man ihn auf der Development Tour häufiger gesehen. Jemand, der Emotionen zeigt, der Emotionen reinlegt in dieses Spiel. 140. Das ist ja auch sowas, dass diese junge Generation auszeichnet. Die gehen dieses Spiel ein bisschen anders an als die Routiniers. Das sehen wir auch hier 100. in den Augen von Ole Holtkamp. Das ist ein entschlossener Blick. Und der wirkt auch nicht, als ob er da oben auf dieser Bühne irgendwie Angst hätte. Oder als ob ihn das einschüchtert. Der geht das 83. Ganze kämpferisch an. Von den Averages her ist das anständig bei beiden. Auch da hat Max Hopp mittlerweile die Führung übernommen. 100. Bei gut 88 Punkten im Schnitt. Ja, die Tür ist hier ein Spalt weit offen für Ole Holtkamp. Da noch einen rein, dann wäre er im Finish-Bereich. Ja, das ist die dritte 100 in diesem Leg. Das ist sehr, sehr steady, aber wenn du einen Break holen willst gegen Max Hopp, dann darf es durchaus auch schon mal die ein oder andere 140 58. sein. Aber auch Hopp hier, ohne Treffer im Trippelfeld. Von daher bleibt die Tür auf für Holtkamp.
knapp drunter. Guter Switch runter auf die Triple 19. 104 Punkte, das ist im Bereich des Möglichen, wenn er drankommt. Denn wenn der erste Dart passt bei Hopp, aber der ist, und das haben wir vorhin angesprochen, ziemlich weit drüber. 60. Ja, das ist kein berauschendes Leck, das Max Hopp hier spielt. Letzten Aufnahmen 83, 60, 58, 60. 97 Punkte, Triple 19 für die Doppel 20. Der ist knapp vorbei. 76 Punkte Rest. Sollte jetzt hochgehen auf die Triple 20, um sich die Doppel 8 zu lassen. Oh, aber das 29. ist auch eine verkorkste Aufnahme jetzt von Holtkamp in der Situation. Max require 100. Das war eine gute Möglichkeit. Ist Hopp wieder zur Stelle. Die 120 Punkte haben funktioniert in Leg 5. Ein Dart gibt's auf der Doppel 16. Wieder 68. Lässt Hopp aus. Gerade eben schon ein Dart auf der Doppel 16 verpasst. Da hat Holtkamp das ausnutzen können. Holt er sich hier das Break und bringt dieses Spiel wieder in die Reihe. 58 Rest, 18 für Tops. Jawohl, das ist ein starkes Finish von Ole Holtkamp. Sind zwar in Anführungszeichen nur 75 Punkte, aber das sind die wichtigen Finishes. Die du holen musst. Ninth leg, it's Ole to throw first. Game on. Das wird Max Hopp hier nicht schmecken. In 18 Darts gebreakt zu werden, das ist nicht der Anspruch, den Max Hopp an sich hat. Und 59. Jetzt plötzlich ist die Ausgangslage wieder eine ganz andere, denn jetzt bleibt uns hier eigentlich noch ein Best of Three Legs. Und Ole Holtkamp beginnt die Ungeraden. 85. Die Partien, die ersten in den anderen Gruppen, die sind bereits zu Ende gegangen. Ricardo Pietrezco, wie gesagt, mit dem 6:0 Erfolg in Gruppe B gegen Christopher Tonders. Florian Hempel schlägt in Gruppe A Marvin Koch 26. mit 6:2. Und der gleiche Score, den gab es auch zwischen Lukas Wenig und Jonas Aplowski in Gruppe D. Lukas Wenig mit dem 6:2 Erfolg dort. Also dort klare Ergebnisse in den anderen drei Gruppen. Hier bleibt spannend. Max Hopp, nächste 180. Das läuft gut bei ihm. 45. Ja, Ole Holtkamp nach dieser Aufnahme raunt er sich zu. Junge. Alles andere als begeistert von dem, was er hier in diesem Leg macht, was so wichtig ist für ihn. Max Hopp hier jetzt auch sehr, sehr gut unterwegs. 9 Darts geworfen, 102 Punkte Rest. Holtkamp nicht in der 83. Nähe. Max, you require 101. So viel harte Arbeit gemacht, gerade eben in Leg 8, um das Spiel wieder in die Reihe zu bringen. Und jetzt droht ihm hier das direkte Rebreak. Und Max Hopp würde dann Leg Nummer 10 eröffnen zum Matchgewinn. Den ersten Dart in die 1, den quittiert er 19. mit einem Lachen. Den dritten, der auch in die 1 geht, da ist ihm dann nicht mehr so zum Lachen zumute. Da kommt Holtkamp hier in den Finish-Bereich. Nach diesen ersten beiden Darts wissen wir, das wird nicht der Fall 58. sein. Also zumindest mal 6 Darts Zeit für Max Hopp. Max, you require 83. Ja, und das ist in diesem kompletten Leck in 15 geworfenen Darts von Ole Holtkamp. Ein großes Triple, das langt natürlich nicht. Auch wenn Max Hopp hier gerade alles dafür macht, um dieses Leck nochmal spannend zu machen. 31. Mit den letzten 6 Darts 50 Punkte erzielt. 85. Max, you require 52. Finish steht für Ole Holtkamp, aber kommt er da nochmal dran? So, die Doppel 16, die hat Max Hopp in den letzten beiden Legs je einmal verpasst. Game Hier shot ist er zur Stelle, kann den Marker Hopp nutzen. 10th leg, it's Max to throw first. Game on. Direktes Rebreak für den Maximizer, ganz wichtiger Moment für ihn in dieser Partie. One hundred.
Und jetzt hier mit den Darts in Richtung Matchgewinn. In Richtung 100. Seines ersten Sieges bei dieser Interwetten PDC Europe Super League 2022. Und nach dem letzten Jahr wird ihm das auch wichtig sein, dass er hier gut in dieses Turnier reinkommt. Die Älteren werden sich erinnern, es war schwierig im letzten Jahr für den Maximizer. Da wäre er fast in der ersten Gruppenphase rausgeflogen und hat dann noch einen richtig guten Endspurt gehabt und sich dann letztendlich berappelt 40. Und noch ein gutes Turnier draus gemacht. War dann am Ende im Halbfinale. Knapp mit 10-9 unterlegen gegen den späteren Champion Martin Schindler. 60. Der in diesem Jahr nicht dabei ist, weil er für die Weltmeisterschaft natürlich schon qualifiziert ist durch seine guten Leistungen in diesem Jahr auf dem Profi-Circuit. 100. Holtkamp bleibt dran mit diesen 100 Punkten. Ein guter Covershot von Max Hopp. Und Holtkamp schafft es hier nicht, Druck auszuüben. Es wäre auch in diesem Leg wieder möglich. Es ist kein überragendes von Max Hopp. Und das scheint auch nach diesen drei Darts dabei zu bleiben. Ja. 46. 46 Punkte. Wieder und wieder öffnet der Hesse hier Holtkamp die Tür. Und jetzt muss er aber dann auch durchlaufen. Das ist ein guter erster Dart. Kann er da hinterher marschieren? Ein da noch rein und dann wäre er Favorit auf dieses Leck. Den letzten 81. brauchst du natürlich wie... Max, you require 157 Punkte für den Maximizer. Das ist die erste Chance zum Match. Jawohl, er bekommt einen Matchstart auf der Doppel 20. 157 Punkte. Lässt einen Matchstart aus. Wäre das zweite High-Finish der Partie gewesen für den Maximizer. All you require 125. Das ist ärgerlich für Holtkamp. Die Triple 13 hätte es sein sollen für die Doppel 16. Ist ihm dann relativ weit in die Triple 4 marschiert. 85. Ja, das Doppel steht. Max Druck ist da 40. bei Max Hopp. Aber er kriegt trotzdem hier die Matchstarts 2, 3 und 4. Game Show in the Match. Der dritte, der ist es dann. Das ist der 6-4 Erfolg für Max Hopp. In der ersten Partie. Der Gruppe C setzt sich hier durch gegen den Debütanten, gegen Ole Holtkamp. Und hier im Stream geht es dann gleich weiter mit der Partie, mit der nächsten Partie in der Gruppe.